Die Seascape-Familie hat sich vergrößert, allerdings nach unten hin, was die Bootsgröße angeht. Denn nach der 27, 24 und 18 gibt es nun auch eine Seascape 14. Diese 4,30 Meter kurze Jolle soll ein echter Allrounder sein, was es auf der Hamburger Außenalster herauszufinden gilt. Mit einem Gewicht von nur 67 Kilo kann sie zusammen mit dem teilbaren Carbonmast auf dem Autodach transportiert werden. Außerdem praktisch, der Gang zum Wasser benötigt keinen eigenen Slipwagen. Die beidseitig montierbaren Räder reichen aus und sind schnell verpackt. Die kleine Slowenin, die wie alle anderen Modelle aus der Feder von Samuel Manoir stammt, richtet sich an ein breites Publikum, von Anfängern bis Fortgeschrittene, von Kindern bis Erwachsene. Und sie ist erstaunlich wandlungsfähig. Denn sowohl im Einhandbetrieb, dann in der Regel nur mit dem 8,5 Quadratmeter Großsegel, funktioniert sie gut, als auch für zwei Segler. Die 3,5 Quadratmeter große Selbstwendefock ist schnell ausgerollt. Zusätzlich gibt es einen 13 Quadratmeter Gennaker. Dank des Einleihensystems gelingt das Setzen und Bergen des Raumschotuchs auch dem Einhandsegler ohne Probleme. Bei stark wechselhaftem Wind auf der launischen Alster kann Tester Lars Bolle das ganze Spektrum der Seascape erfahren. Es ist ein sehr einfach zu handelndes Boot, sehr sicher, vor allem sehr viel Formstabilität, wie man hier sieht. Ich muss hier nicht viel rumtouren und trotzdem hat das Boot jederzeit sehr gut in der Hand. Reagiert sehr schön auf Gewichtstrim und wie man hier auch sieht, Ruderanlage sehr feinfühlig, kann man super gut dirigieren. Wir hatten hier zwischen Nullwind und vielleicht 12 Knoten, 13 sogar, keine Ahnung, da geht die Kiste dann auch richtig los. Da hat man dann natürlich mit theoretisch 3 Schoten in der Hand, wenn man alleine ist, auch reichlich zu tun. Aber das geht. Nassen Hintern habe ich bekommen, aber ansonsten nichts weiter. Besonderheit hier ist noch, das Boot hat 2 Schwertkästen. Jetzt ist das Schwert hier auf dieser Höhe. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Hier. Und wenn ich das jetzt ohne Fock fahre, das Boot nur mit dem Großsegel als Einhänder, wenn ich jetzt beim Segelfin unterwegs bin, kann ich das auch hier nochmal einsetzen. Das ist was Besonderes. Ja, ansonsten Spaß gehabt, lässt sich gleich fahren und dafür ist es, glaube ich, auch gebaut. Das glauben wir auch. Eine unkomplizierte Jolle mit guten Allround-Eigenschaften, einer durchdachten Beschlagsanordnung und mit hohem Geschwindigkeitspotenzial. Rund 12.800 Euro kostet der Seascape-Zuwachs komplett inklusive Gennaker. Möchte man als Einhandsegler erst einmal nur mit dem Groß starten, bekommt man die 14er bereits für 9.800 Euro. Übrigens, die Übernahme von Seascape durch die Beneteau-Gruppe soll nichts am Bau und Vertrieb der Jolle ändern.